trägt auch zur Armut in Nordafrika bei und zu unerwünschten politischen Entwicklungen. Also die Debatte um Freihandel ist auch in weiten Teilen verlogen. Es kommt immer darauf an, was man damit meint. Eigentlich ist ein Freihandelsabkommen zwischen zwei so entwickelten Kontinenten wie USA, Europa, wirtschaftlich entwickelten Kontinenten, überhaupt kein Problem. Das sollte eigentlich ganz, ganz einfach über die Bühne gehen. Ich möchte das nochmal betonen. Aber das, was damit verbunden ist an Einschränkungen für die Demokratie, das brauchen wir gerade deshalb nicht. In Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio hören Sie Thilo Bode zu seinem Buch Die Freihandelslüge, erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt, Preis 14,99. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Gisela Müller aus Rehlingen-Siersburg, Rudolf Müller aus Saarbrücken und Monika Herz auch aus Saarbrücken. Hören wir noch einen Anruf. Uns hat man in der Schule beigebracht, dass in einer freien Marktwirtschaft so ziemlich alles funktioniert und alles möglich ist. Wenn jedoch es jetzt möglich ist, gegen gewisse Praktiken zu klagen vor einem Schiedsgericht, dann ist es ja keine freie Marktwirtschaft mehr. Stimmt dieser Gedanke? Also, dass man gegen den Staat klagt oder klagen kann, sowohl als Einzelpersonen, so auch als Unternehmen, ist ja einer der großen Fortschritte einer unabhängigen Justiz und einer der Bestandteile der Demokratie, die man überhaupt nicht missen darf. Aber da wir diese Möglichkeit ja schon haben und ein entwickeltes Rechtssystem haben, brauchen wir natürlich nicht private Schiedsgerichte, die dieses Recht noch zusätzlich ermöglichen. Ich meine, wir haben ja ein Beispiel in Deutschland, was sehr erhellend ist. Die Energiekonzerne in Deutschland klagen vor dem Bundesverfassungsgericht wegen des Atomausstiegs der Bundesrepublik. Sie behaupten, dieser Ausstieg hat sie wirtschaftlich geschädigt und sie bitten das Bundesverfassungsgericht mit ihrer Klage darüber zu entscheiden, ob das ein unangemessener Eingriff in ihre Eigentumsrechte bedeutet. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall beteiligt sich an der Klage beim Bundesverfassungsgericht, aber parallel aufgrund eines internationalen Abkommens, der sogenannten Energiecharta, klagt Vattenfall auch vor einem privaten Schiedsgericht auf Schadenersatz von der Bundesregierung in Höhe von 4,7 Milliarden Euro. Jetzt muss man sich mal was vorstellen. Es kann durchaus sein, dass das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Nein, es ist kein Schadenersatz, es muss kein Schadenersatz gezahlt werden, weil die Entscheidung der Bundesregierung hat dem Allgemeinwohl gedient und die Eigentumsinteressen der Unternehmer müssen zurücktreten. Gleichzeitig kann aber Vattenfall vor dem Schiedsgericht Recht bekommen. Das heißt, das oberste deutsche Gericht hat gesagt, nein, es gibt keinen Schadenersatz und gleichzeitig muss der deutsche Steuerzahler an den Konzern Vattenfall Schadenersatz zahlen. Ich meine, dieses Beispiel allein reicht ja aus, um zu zeigen, wie absurd solche privaten Schiedsgerichte sind. Damit findet ein Machttransfer von staatlicher Autorität auf private Konzerne statt. Und das ist ganz bezeichnend für das, was bei TTIP passiert. Der Titel des Buches lautet ja Freihandelslüge. Und Lüge bedeutet ja eine bewusste Irreführung des Partners. Dazu hätte ich gerne eine Stellungnahme. Wir glauben und ich glaube, dass es eine bewusste Lüge ist, von Freihandel zu sprechen. Denn bei TTIP wird ja nicht der klassische Freihandel propagiert, der allen zugutekommen soll, sondern bei TTIP wird uns Bürgern etwas anderes untergejubelt. Und das ist nicht nur bei den Schiedsgerichten so. Da wird uns untergejubelt eine Stärkung der Konzerninteressen und eine Stärkung des Einflusses von Konzerninteressen auf die Gesetzgebung und gleichzeitig damit eine Schwächung der Demokratie. Deswegen, wenn wir TTIP ganz harmlos als Freihandelsgeschenk bezeichnen, weil wir jetzt die Blinkerfarben einheitlich haben zwischen USA und Europa, dann ist es eben eine Lüge, denn es geht darum gar nicht im Wesentlichen. Es geht im Wesentlichen auch darum, dass unsere Demokratie geschwächt wird und deswegen ist dieser provokante Titel gewählt worden. Suggeriert der Zusatz frei, wie zum Beispiel Freihandel oder freie Demokraten, nicht immer etwas Erstrebenswertes und Positives, was aber auch eine Mogelpackung sein kann? Ja, das stimmt sicher für das Wort Freihandel zu, weil jeder, der gern den Freihandel propagiert, möchte natürlich in erster Linie den Freihandel für sich frei haben und nicht für die anderen. Und diese Verhandlungen bei Freihandelsabkommen über die Senkung von Zöllen zum Beispiel, die sind ja wirklich Geschichte, weil jeder möchte eigentlich doch immer noch, dass der andere die Zölle senkt, aber man selber nicht.
man muss eben bei jedem Freihandelsabkommen auch dahinter gucken, was ist es? Geht es wirklich um Freihandel? Geht es nur um andere Sachen? Und wer wird von diesen Abkommen wirklich betroffen? Und bei TTIP ist es, glaube ich, so, dass viele Befürworter automatisch sagen, Freihandel ist oder Handelsabkommen sind immer gut. Und jede Kritik am Freihandel ist, insbesondere weil wir in Deutschland so viel exportieren, ist irgendwie schizophren, wie zum Beispiel der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Herr Grillo, gesagt hat. Die Kritiker wären schizophren, nur weil Deutschland viel exportiert. Aber man kann doch auch ein Handelsabkommen kritisieren, auch wenn Deutschland viel exportiert. Wenn wir das nicht mehr könnten, dann wäre es ja wirklich schlecht um unsere Demokratie bestellt. Und damit mich, das, mich deshalb als schizophren bezeichnen zu lassen, das weise ich natürlich zurück. Viele Hörer, auch Detlef Leidinger, fragen, was man jetzt machen könnte. Würde zum Beispiel eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen diese geheimen Verhandlungen etwas bringen? Also man hat ja nur das als Einzelner auch das Recht, eine Verfassungsbeschwerde zu machen, aber das kann man eben nur tun, wenn ein Abkommen bereits beschlossen ist. Das könnte man zum Beispiel machen, wenn das Abkommen mit Kanada, was ja schon fertig verhandelt ist, das CETA heißt, wenn das mal beschlossen worden ist von den Institutionen. Das weiß man noch nicht genau, wann das passiert. Ich glaube, der Widerstand für den Einzelnen muss darin bestehen, dass man öffentlich bei Umfragen, was auch immer, seine Meinung sagt, man ist dagegen. Es gibt übrigens auch am 10. Oktober veranstalten die Organisationen, das Bündnis aus den vielen, vielen Organisationen gegen TTIP, eine große Demonstration hier in Berlin. Da wäre es natürlich auch wichtig, dass viele Leute teilnehmen. Wichtig wäre es auch, dass viele Leute sich an den Protestaktionen, an den E-Mail-Petitionen ja von unserer Organisation, von Foodwatch, aber auch von den anderen Organisationen, zum Beispiel von Mehr Demokratie und Campact, wie sie alle heißen, beteiligen, damit die Politiker sehen, es gibt einen Widerstand und wir lassen nicht einfach alles mit uns machen. Nun ist ja der Kampf wirklich ziemlich hart, das sieht man eben auch unter www.sr2.de. Und ein Freund sagte mir, er hat Sie vor kurzem im Fernsehen gesehen, da waren Sie in der Diskussion, sind aber praktisch nicht zu Wort gekommen, man ist Ihnen immer ins Wort gefallen, hat Ihnen das Wort abgeschnitten und so weiter. Und er lässt Sie über mich mal fragen, warum sind Sie nicht einfach aufgestanden und haben den Saal verlassen? Also ich höre immer von anderer Seite, dass ich die anderen Leute unterbreche. Das finde ich natürlich sehr sympathisch, dass er mich da nicht so auf dem Vormarsch sieht. Aber nee, ich würde auf keinen Fall aufstehen, sondern würde immer versuchen, bis zum Schluss da zu bleiben und meine Meinung zu machen. Das finde ich, dafür habe ich ja den Job. Wie finden Sie denn überhaupt das Meinungsbild zu diesem Thema? Es ist aus meiner Sicht ganz interessant. Also auf dem Buchmarkt, würde ich sagen, ist ein ganz klares Übergewicht der Kritiker von TTIP. In der Presse bin ich mir schon nicht mehr so ganz sicher, da wird eher die Mainstream-Haltung auch gebracht, aber die Kritik kommt auch relativ zu Wort. Oder sehen Sie das anders? Das sehe ich überhaupt nicht anders, aber vor allen Dingen bei dem Büchermarkt, das kann ich ja ganz gut beurteilen. Ich kenne kein Buch, das TTIP befürwortet. Ich kenne nur Bücher, darunter natürlich mein eigenes besonders gut, das gegen TTIP ist. Und das sagt ja viel aus. Ich meine, Herbert Brandtl in der Süddeutschen hat geschrieben in der Besprechung, er wünschte sich, dass es mal so ein packendes Plädoyer auch für TTIP gäbe, wie es in dem Buch gegen TTIP abgeliefert worden ist. Also das flammende, überzeugende Plädoyer für TTIP fehlt bisher. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass der Widerstand gegen TTIP steigt. Er steigt ja. Die Zahl der Kritiker nimmt zu. Aber die Chancen nehmen eigentlich eher ab als zu, habe ich das Gefühl. Das sehe ich gar nicht so, weil da wird es darauf ankommen, wie wird die Diskussion in Frankreich sein. Da sind noch nicht so viele Leute dagegen wie wir, aber da gibt es jetzt sozusagen die Aktivitäten der Organisationen, auch unserer, beschränken sich oder werden sich auf Frankreich in Zukunft konzentrieren. Und wenn Frankreich erstmal wirklich dagegen ist, dann können die Deutschen nicht mehr sagen, wir sind die einzigen in Europa, die kritisch sind. Auf SR2 Kulturradio war das in Frage an den Autor heute Morgen Thilo Bode zu seinem Buch Die Freihandelslüge, erschien bei der DVA, Preis 14,99. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast im Internet, können sich dann runterladen, in Ruhe nochmal anhören. In unserem Klassikerfach habe ich eine Sendung vom letzten Jahr eingestellt, die sehr gut zu unserem heutigen Thema passt. Das war Pia Eberhardt, Die Freihandelsfalle. Die Diskussion hat schon heftig begonnen, sogar schon vorgestern, ehrlich gesagt, im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert und nächsten Sonntag möchte ich Sie einladen zu einer öffentlichen Veranstaltung nach Illingen-Hirzweiler in die Dorfwaldhalle. Da kommt aus Mainz zu uns der Fernsehjournalist Michael Opuczynski, bekannt durch ZDF Wieso, also ein Wirtschaftsjournalist auch. Er hat ein Buch geschrieben, Krieg der Generationen, warum unsere Jugend ihn bald verloren hat, und er meint, dass wir, sprich die Eltern,
anderen, sich ein bisschen aufführen wie eine Generation von Heuschrecken, die alles frisst, was ihr unterkommt und sich nicht schert, was nach ihr kommt. Und er meint, wenn unsere Nachfahren in einer unmenschlichen Welt leben müssen, sind wir schuld. Nun, ich fühle mich mit dem Wir ehrlich gesagt nicht so ganz angesprochen. Frage auch zurück, was ist mit steigender Altersarmut? Wer reißt eigentlich riesige Ressourcen an sich? Wer leidet darunter? Ist wirklich der Gegensatz alt-jung das Entscheidende? Darüber können wir also am nächsten Sonntag diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie nach Illingen kommen, genauer gesagt nach Hirzweiler. Michael Opoczynski, Krieg der Generationen und warum unsere Jugend ihn bald verloren hat. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören und bis nächste Woche in Hirzweiler.